Willkommen zurück zu FIFA 22. Zuletzt haben wir schon mal gegen eine bayerische Mannschaft gewonnen. Jetzt kommt eine bayerische Mannschaft zu uns. Würzburg. Die Würzburger Kickers. Absteiger aus der zweiten Liga. Tun sich ein bisschen schwer in der aktuellen Drittligasaison. Und ich tue mich hier überhaupt nicht schwer. Ja, bisher kam man noch nicht in den Genuss, Elfmeter zu schießen. Also kann man das ja mal hier üben. Ach. Grandios, ja, grandios war das nicht. So, scheint ein Abendspiel zu sein. Hat ja was ganz Eigenes immer. So. Unsere Gäste haben Anstoß. Oh Mann. Das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell, wenn ihr mich fragt. Aber ist es auch eine Mannschaft, mit der wir uns messen müssen, am Absteiger aus der zweiten Liga? So ganz weiß ich das nicht. Bisher bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. 9 Punkte aus 4 Spielen, das ist eine ordentliche Ausbeute. Aber wie gesagt, wir müssen immer den Fokus drauf behalten, dass immer wieder was passieren kann, wie jetzt hier beispielsweise. Und nochmal auf ein 4-0 habe ich keinen Bock. Das gegen Dortmund soll eine Zäsur gewesen sein für uns. Sehr schön. Sehr schön. Ausgleich. Relativ früh. Und ich glaube, Kaliskaner war's. Ja, klasse, alles ganz gut gemacht. Ja, Kaliskaner. Ja, auf Wiedersehen heißt es hier noch nicht. Das heißt erstmal Fußball. Jetzt wird erstmal Fußball gespielt. Eine Weile lang. Mensch, wie konnte ich den Ball wieder verlieren? Ich verstehe es nicht. Ja gut, aber irgendwie musste ich halt das Ganze zu Ende bringen. Wenn auch nur so rüber. Oh Mann, den hätte ich jetzt gut erwischen können. Hätte, hätte Fahrradkette, wie immer bei solchen Sachen. Puh. War mal wieder ganz schön knappes Höschen. Unentschieden hatten wir ja noch nicht, lustigerweise. Also, ich wäre auch offen für ein Unentschieden. Muss er nicht immer gewinnen? Reicht ja auch mal ein Punkt. Ja, die haben jetzt tatsächlich wieder einen Einwurf. Ich verstehe es nicht. Frankenstadion oder was? Oder was rufen die da? Oder rufen die raus aus dem Stadion? Ja, und jetzt gibt es leider Gottes
Eine astreine Freistoßsituation, ich glaube, die geht rein. Oder auch nicht. Kann ja auch mal rübergehen. Schon reif für den Pausentee oder was? Und das war's. Halbzeit 1-1. Das sind hier bisher die torreichste Partie an dem Spieltag. Aber das ist ja alles nur für die Statistik. Wundervoll. Wundervoll gemacht. 2-1. Geschossen durch Kaliskaner mal wieder. Sieht danach aus. Kahn Kaliskaner geht bei uns voll auf. Ich wünschte, ich könnte mich mehr drüber freuen, aber wir haben halt noch ein ganz schönes Weilchen zu spielen. Aber es freut mich, wir haben das Spiel gedreht. Und ich hoffe, es bleibt dabei. Wie gesagt, jetzt ist es wichtig, die Punkte zu holen, nicht in diesem Vorbereitungsturnier. Das lief wirklich nicht so toll für uns. Und Vorsicht! Man muss es versuchen, wenn jemand anderer dasteht. Was machst du? Bist du zu blöd, einen Ball anzunehmen oder was? Das ist gerade ziemlich unverständlich. Oh Mann, fast hätten wir noch erwischt, aber der hat ihn fest umschlossen, den Ball, der Torwart. Der zählt? Er zählt. Unfassbar, und es ist wieder Kaliskaner. Ist es ein Hattrick? Ja, es ist ein Hattrick. Aber halt nicht in ein und derselben Halbzeit. Aber super gespielt. Ich hatte schon gedacht, dass es Abseits ist. 3-1. Ich glaube, ich wechsle mal jemanden ein. Ich glaube auch, dass wir das jetzt halten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Würzburg noch mal so stark zurückkommt.
Schade, aber wenigstens Ding eine Ecke. Es gibt eine Auswechslung für die Geste. Und das war ein schwacher Ball. Und schade, dass Kaliskanos ja nicht mehr im Spiel. Habe ich ja rausgeholt. Ja gut, ist eh egal. Denn wir haben es gewonnen. 3 zu 1. Ich glaub's nicht. 12 Punkte nach gerade mal 5 Spielen. Das ist der Wahnsinn. Und Kaan Kaliskaner mit seinen 3 Toren spielt jetzt, glaube ich, auch vorne mit, was die Torschützenliste angeht. Ja, wir sind Zweiter. Man kann es kaum glauben, aber wir sind Zweiter. Ja, kann ich mir alles nicht leisten. Ich habe mich doch gerade erst wieder eingesetzt. So, wir sind einen Punkt dran an Halle. Die haben jetzt auch schon verloren. Scheinbar. Okay, jetzt sind wir wieder 4 Punkte hinten dran. Aber auf jeden Fall, das nächste Mal geht's gegen Halle. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Halle, die Unstaffel. Denkt daran, Freundschaft ist Magie.